Hey Leute, willkommen zurück zu We Happy Few. Das Ding hier macht Probleme gleich. Oh Gott, ich habe gerade hier erst eingeschaltet. Oh, komm mal, die Marke. Es wird länger dauern, bis die Leute dich verdächtigen. Das ist ja schön, weil ich dieses Simon Says Ding gewonnen habe, wenn man so will. Ja. How strange. I don't feel a thing. But I could walk past any joy detector and no one would know I'm not stoned out of my mind on joy. Ja. Also ja, Leute, schön, dass ihr dabei seid. Freut mich, dass ihr wieder hier seid bei We Happy Few, danke fürs Bewerten und Kommentieren letztes Mal schon. Jetzt geht's weiter. So, ich würde mal zum Pub gehen und mir ganz kurz anschauen, was der so im Angebot hat. Oh, scheiße. Lovely day for it. Lovely day for it. Ja. Die Doktoren, die Ärzte, die sind ein bisschen gruselig, wenn ihr mich fragt. Ich habe diese Gruselmusik. Should clear up soon, I imagine. What's your pleasure then? So much to choose from. Hm. Er hat nur Essen. Ein stückiger Eintopf. Oh. Ganz schön lecker und überhaupt nicht klebrig. Ja, lecker, lecker. Was kann ich ihm denn verkaufen? Ich hab so viel Zeug immer wieder. Willst du ein bisschen Alkohol? Na komm. Hm, was hab ich doch? Das Stück Kuchen. Das will ich eigentlich selber essen. Danke. Dann kriegst du mal das. Den Erste-Hilfe-Kasten, den brauche ich auch nicht so sehr, glaube ich. Hier, davon habe ich viel zu viele und die heilen mich gar nicht so sehr. Ah, ich habe ihm sogar das Geld abgenommen. Oh mein Gott, die Doktoren, die Ärzte, die sind echt schlimm, Leute. Mit denen möchte ich mich nicht anlegen. Oh, Sekunde. Ich esse nochmal ein 1-2. I must ask you to kindly move along. This is a matter for the constabulary. Oh Mann. Die haben mir alles runtergelassen, die ganzen so Metalljalousien, ja. Schade, ich komme da auch nicht rein, sonst könnte ich mal gucken, was da drin los ist. Ganz uneigennützig, vielleicht gibt es ja was zu holen, mal sehen. Vielleicht komme ich später nochmal hier vorbei, ist aber auch keine Quest. Warte mal, ich will ganz kurz sehen, wo ist denn... Ah, da ist die Grabung... Oh, davon ist noch ein Shop. Geh mal ganz kurz zum Shop. Lovely day for it. Couldn't be better, thanks. What can I do for you today? Siegesfleisch. Afternoon. Was? Hat nichts zu verkaufen? Warum hat er nichts zu verkaufen, sag mal? Oh, kann ich mich da verstecken? Gut. Gut, ich will echt diese Grabungsstelle mal holen. Die ist... Oh, die ist... Wow, was ist das denn für ein gruseliges Haus? Oha, das sieht aus wie so ein Gruselhaus. Damn it. I think the sunshine is wearing off. Better be careful about spankers again. Das sieht aus wie so ein... Sieht aus wie so ein Gruselhaus hier. Oh oh. Was ist das hier? Wie es überall aussieht. I used to love chocolate. Percy hated it. But what did it taste like? Ja, krass, ne? Das ist alles schon so lange her wahrscheinlich. Oh, Taschenerweiterungssatz. Ja. Was ist denn der jetzt? Taschenerweiterungssatz. Ja, das muss bei Hilfe sein. Nee. Bei Essen? Auch nicht. Hä? Ach hier, bei Klamotten natürlich. Taschenerweiterungssatz. Und es gibt mir wie viel? Ah, 2. Ich sage, es gibt auch die kleinen Erweiterungssätze, die sind jetzt nicht so toll. Aber immerhin. Hä? Gibt es nicht auch Trinken? Dieses Dörrfleisch? Das hier, das sieht alles so vermüllt aus.
Oh, oh. They don't make them like you anymore. Ein Doktor? Was? Keine Bohnen auf Toast mehr, du weißt schon warum. Oh, was ist denn hier los mit den Doktoren? Okay. Was verfault bei den Jungs hier? Irgendwie ist das hier seltsam. Scheiße. Thought you were invisible, did you? Ja, ja, ich bin unsichtbar. Warte ich mal, Sunshine. Marco? Marco? You don't belong here, do you? You won't get away with this. Oh, was? Was? Oh, that is unfortunate. Oh, how tragic. Oh, oh. What? That's for knocking down my blocks in nursery. Oh, war der auf einmal da in der... Okay. Das Ding ist kaputt gegangen, als es den Boden berührt hat. Warum das denn? Verdammten Ärzte, guckst du dir an. Sie grinsen. Ah, ist die Eingangstür, okay. Ist hier quasi das Ärztehaus? Guck mal, hier fährt mit Brille und Utensilien. Was? Wie happy Hippos. So, plopp. Oh, da oben ist noch mehr. Was macht der denn da die ganze Zeit? Alles klar, die laufen da die ganze Zeit noch hinterher, ohne irgendwas zu bewegen, großartig. Did you think I wouldn't know you were here? Guck mal, das geht kaputt. Sorry. Das Teil geht einfach kaputt, wenn ich sie kalt stelle, die Jungs. Was ist das denn? Das ist, weil ich das gerne haben möchte, diesen Bohrer. Hab ich Pech gehabt wahrscheinlich, hä? Huren! Irgendwie ist es ja lustig, aber ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier soll. Wahrscheinlich führt mich vielleicht später noch eine Quest hierher. Jetzt bin ich gerade noch ein bisschen zu früh, aber das hat die Schnauze. Ich will die Powerzelle rausnehmen? Nee. Was? Ekelhaften. Oh, sieh mal da. Oh. Grabungsstelle. Ah. Oh, das Bleichmittel. Sehr schön. Ah ja, reingeschissen. Use Bucket.
Die haben über auf den Boden geschissen. Boah, muss es hier stinken wie Sau, du. Wie Sau. Interessiert wahrscheinlich keinen. Die haben ja voll. Die haben sich ja alle voll Joy die Birne geknallt. Bei denen ist ja alles cool, wahrscheinlich. Die macht da rumlaufen, oder? Die können uns ja riechen, das ist ein Problem. Irgendwann muss hier nochmal ein bisschen was reinfahren. Joyful, joyful, da, 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 da. Da kommt schon. You just get better every day. Weiß. Was ist er denn? Der Doc. Get out, or I'll make you get out. Du Schwein. Just lie down. Guck mal, das hat sich einfach aufgelöst wieder. Seine Bestandteile, diese Säge. Warum denn? Ja, dafür stecken vor euch. Oh. Noch mehr Bleichmittel. Habt ihr wieder alles vollgeschissen hier? Oh, Gummientchen. Zwei Stück. Ist halt schon ein bisschen kacke, alle, die Ärzte. Ja. Für die Lederbänder. Das sind doch Lederbänder. Okay, ich kann sie nicht nehmen. Die ganzen Flaschen hier klauen. Immer gut. Ich kann die offensichtlich nicht nehmen. Oh. Doch, Entschuldigung, ich muss gerade niesen. Nein, ich bin nicht krank. Ich habe noch nicht so viel. Also, ich habe noch nicht richtig lang ausgeschlafen. Oh, deswegen macht euch keine Sorgen. WannaDubbies Tagebuch. 10. Dezember 1950. Liebes Tagebuch. Ich verstehe nicht, warum Sie mich hierher geschickt haben. Es ist ja nicht so, als würde nicht schon jeder im Dorf von meinem Zustand wissen. Das tun sie nur, um so zu tun, als ob. Es geht ihnen immer nur ums Heucheln. Das Essen ist ekelhaft. Wie soll ich für zwei essen, wenn ich das Essen gerade mal bei mir behalten kann? Hausmachersülze. Ich hoffe, ich darf an Weihnachten nach Hause. Wer weiß, was die Köchin hier in den Früchtekuchen packt. Sie hasst uns alle. 12. Dezember. Liebes Tagebuch. Die Frauen im Dorf haben mich wieder so angesehen, aber ich weigere mich, mich 6 Monate in diesem Haus zu verstecken. 6 Monate, dann ist es Sommer. Es ist seltsam daran zu denken, dass ich dann einfach nach Hause gehe und wir alle so tun, als wäre nichts geschehen. So wie als Margie Oliphant zurückkam und alle so taten, als wäre, hätte sie Verwandtschaft auf der anderen Seite der Brücke besucht. Niemand wird sie jetzt heiraten. Und mich auch nicht, nehme ich an. Außer ich kann fortziehen. Aha. Ich frage mich, ob ein Mann sowas bemerkt. Ist mein Körper dann anders? Niemand will mir was Brauchbares sagen. 19. Dezember. Oh mein Gott, ich gehe nie wieder aus dem Haus. Es ist mir egal, dass wir in die Kirche gehen müssen. Diese Frauen sind verrückt, wenn wie sie sich gegen mich zusammengeschlossen haben. Sie sollten doch froh sein, dass ich das Kind weggebe. Ich habe ihre Kinder, sie haben ihre Kinder in den Zug gesetzt. Wollen sie kein neues Kind? Aber nein, offenbar bin ich die schlimmste Sünderin, weil ich meines wegschicke. Soll ich es hier aufziehen? Es ist viel besser für das Kind, wenn es auf einer Farm leben kann. Wie sie mich angeschrien haben, tollwütige Hunde. Mein Herz klopft immer noch. Ich hasse sie. Eines Tages werden sie dafür bezahlen. Sie alle werden dafür bezahlen. Oh ja, gut. Mal sehen, ob das so passiert ist. Oh, endlich ist das Haus hier mal vorbei. Ja. Dieses gruselige Ärztehaus. So, nehmen wir alles mit. Habe ich da nicht die Schleichschuhe an? Habe ich die Sprintschuhe angezogen? Dödel. Oh, ich hatte die Sprintschuhe an. Deswegen haben die mich wahrscheinlich auch so früh entdeckt wieder. Mhm. Also ihr mit eurem hippokratischen Eid, ihr habt wahrscheinlich den... Ihr habt den Eid der Hypocrites abgelegt. Hat die Backen. Was?
Du kannst mein Klon nicht benutzen. Du darfst mein Klon nicht benutzen. My Lou? Okay. Sehr, sehr seltsam, dieses Haus. Was hast du noch? Na gut, dann gehe ich halt mal. Ihr Penner. Ja, ich habe mir noch meine Klamotte angehabt. So. Was haben wir noch zu tun? Mit Sally versöhnen. Ja, hier gibt es ja nichts zu kaufen in Kathis Shop. Freudekabine, Ärztehaus. Das ist wirklich das Ärztehaus. Wow. Hatte ich ja recht damit, weil ich sagte. Das Ärztehaus. Ja. Wenn ich diesen Duft aufgelegt habe, dann rieche ich nach Arzt und die können mir nichts. Halt die Schnauze. Oh, noch mehr Motilen. Oh, sieh mal da. Die ist gesperrt. Muss ich das irgendwie abstellen? Hier? Nee. Was ist denn hier los? Oh, schön duschen im Motilen. Ich kann leider gar nichts machen. City Employees Only. Aber da geht's nicht weiter offensichtlich. Schade. Ich kann aber auch nichts machen hier. Ich kann nichts regeln. Hoppala. Dann gehe ich mal Richtung Osten weiter. Westen weiter, meine ich. Weiß ich gerade auch nicht, was ich jetzt. Ich habe gehofft, hier gibt es ein paar Nebenquests, aber nein, anscheinend war es das jetzt wohl. Ich rieche nach Arzt. Lass mich. Wie schnell ich halt mal bin. Ah. Ich werde jetzt nicht einfach in Häuser einbrechen, das macht nicht so viel Sinn. Ich habe nichts verloren. Aber wisst ihr, wo ich noch unbedingt irgendwann mal hin will? Oh, eine ungeduldige Person. Doch, da ist doch eine Nebenquest. Hier will ich irgendwann noch mal hin. Da. Da ist alles voll mit Grabungsstellen. Fantastisch. Ungeduldige Person ist hier. Lovely day for it. Seid ihr die ungeduldigen Personen? Nee. Hallo, Constables. Hier? Wo ist sie denn, die ungeduldige Person? Im Haus vielleicht? Nochmal gucken, vielleicht kann ich mit einer quatschen. Alright! I got a new compliment machine. For an Englishman's home, this is castle, isn't it? Don't let anyone tell you any different. Yes, even more homes are being outfitted. Bist du die Ungeduldige? Nee, der hat ja eben schon. Everything's coming up roses. Did you hear? Onkel Jack got another one. Last night. Best day in. Was? Onkel Jack hat sich alle geholt? Wie, was, wo? Anyway, it's good to know that people are safe. I don't think the train comes here anymore. The train? Ah. Oh, because of the, Oh, yes, of course. It's the butcher's boy, Edmund. He's never been late before. That's not Edmund Macmillan, is he? I hope nothing's happened to him. I mean, meat's like gold these days, and he's a bit dim. So Edmund Macmillan's the meat boy now. He was the only friend Percy ever really had. They were always making them both stay off to school. I'm glad he found a job. I guess his parents aren't looking after him anymore. Maybe I should see what's become of him. I wonder if he's missed any more deliveries. Okay. Überragender Fleischjunge. Wegen der Verspätung nachforschen. Hm. Ah. Have you faced under those blue custodian helmets? There'll be quite a bit more of them around.
Who are you? Yeah, Sean. I feel better about you already. Some of you may be wondering why so many shops are closed. There's nothing to worry about. Thief! Many shops are taking advantage of the lull in purchases to make much you can deep. Repairs to their establishments. Soll ich da wegen ihm nachforschen, bitte? Lovely weather. Get out of my house. Ist ja gut. Ja, Arschgeigen. Muss ich halt wieder raus. Komm, wir werden uns erstmal versuchen, mit Sally zu versöhnen. Dann ist das, glaube ich, wieder... Können wir das später angehen. Die wollen ja offensichtlich nicht, dass wir uns in ihrem Haus rumtreiben. Hütütütütü. Die Feinherrschaften. Nicht so, als würde ich hier Leute ohnmächtig würgen und irgendwas klauen, oder? Würde ich nie machen. Niemals. Ich würde doch nie lügen. Wer lügt schon hier? Ist doch nicht so, als wären hier Heuchler da unterwegs und die Leute würden den anderen was vorlügen. Nein, nein, nein. Würden wir nie machen. Oh, das ist wieder ein Arzt. Lasse dich. Diese Ärzte sind echt fies. Ein Scheißer sind das. Ah, aber ist gar nicht mal so hässlich hier. Also ich meine, wenn man sich das jetzt mal so vor Augen führt, ist es immer noch sehr schön, diese Gebiete. Na la la. Wenn der andere nicht so ekelhaft gut gelaunt wird, dann wäre es hier ein bisschen träglicher. Oh, Summe der Teile. Was haben wir denn da? Back soon, gun for charged power cells. Tada. Die Arbeitszone betreten, ohne den Detektor losgehen zu lassen. Werde ich machen. Ich ziehe auch gleich die richtige Klamotte an und wir nehmen... Sunshine, my only sunshine. Hallo. So, ihr Kackteile. Oh. Ah, das wäre ja schrecklich. Aha. Alte beschlagnahmte Auto durchsuchen. Hey Constable, irgendwas. Lovely day for it. Lovely day for it. Wunderschöner Tag, ja. Da liegt eine Maske. Schlaf schön. Hahaha. Soll ich die Schlüsselkarte durchziehen? Nee, ich hack's mal lieber. Zwar kaputt gemacht, aber mein Gott. Nein. Ich dieses Gepfeife hier. Alte beschlagnahmte Auto. Was hat das damit denn zu tun? Mal gucken. Summe der Teile. Oh nein, oh nein, oh nein, ich hab keine... Ah, ich hab keinen Joy drin gerade, fällt mir gerade auf. Hey, alles cool, hat keiner was gemerkt. Hauen sie beide nochmal rein. Ich bin wieder happy. Merkt keiner was. Was ist denn dieses Auto hier? Nein. Muss. Hä? 24 Meter. Muss ich ja doch drinnen bleiben? In dem Abschnitt? Alte beschlagnahmte Auto. So. Jetzt aber irgendwo hier. Tür ging auch nicht auf. Wo komm ich denn da hin? Wir wollen hier einen Hebel, mit dem ich das... Ach hier!
Wow. Haha, Constables, hallo. Alles cool, ne? Constable, da liegt einer von ihren Kollegen ohnmächtig rum. Ich weiß nicht, ob der Pause machen darf oder... Ist das richtig so? Ja, legen Sie sich mal dazu. Ist vielleicht besser so, ne? Constable! Legen Sie sich einmal schlafen, bitte, ja? Wie schnell Arthur die Leute hier bewusstlos wirken kann, das ist echt ein Talent. Oh, dann kann ich wieder durch. Okay, ich wollte nur sicher gehen, dass hier nichts mehr ist. Oh, Constable, sie kann sich doch nicht einfach hinlegen. Pause machen können sie zu Hause. Wenn Feierabend ist. Nicht, dass sie hier alle draufgehen. Ich kann mir gut vorstellen, die werden hier alle sterben. Oh. Oh. Oh dear. Extra hier noch ein bisschen. Die Maschine ist eigentlich ganz super. Ja, fortschrittliche Metallteile habe ich jetzt einfach mal rausoperiert. Aha. Tata. Und ich habe wieder Punkte. 3 Stück. Einen härteren Angriff ausführen oder unbewaffnete Treffer bringen zum Taumeln? Nee. Ich warte noch ein bisschen, hole ich mir nämlich die stärkeren Schläge oder mehr Lebensenergie. Das wäre auch gar nicht so schlecht. So, jetzt können wir uns mit Sally versöhnen. Wunderbar, das machen wir doch. Oh. Beschimmeltes Etwas habe ich bekommen. Geil. Diese Omis, die machen mir irgendwie immer ein bisschen Angst, soll ich euch das sagen? Die sind immer so ein bisschen gruselig, die rennen da rum und sind aber die süßesten Omis der Welt, nur machen einmal Mist. Eddie macht auch freudlos. Try to breathe. Just try to breathe. Boah. Can't you see this woman is sick? What do you think you're doing? Absolut für dich. You want her to die? Ja, mir geht's ihr doch wieder gut. My God. I nearly had a heart attack, I think. Oh, goodness. Why is everything so great? I feel so... sad. Thank God you've recovered. Here, take some joy. But I think the joy is what set me off. The moment I took it this time, I started to shake. Well, you can't just stop taking joy. You want to become a downer? I can't. Something's gone wrong with me. I can't tolerate it anymore. Look at her eyes. She's completely off her joy. Miss Minturn, you simply must take your joy. We insist. Yes, of course. I shall. Just let me catch my breath. It's like the joy just... Don't hurt me anymore! ...broke something please. In her mind. Was it bad joy? Seems like there's been a lot of bad joy lately. I wonder if that's why there are so many downers these days. Or did I just never notice? I won't let you ruin things for the rest of us! Die haben die Frau einfach getötet. Help us! Die haben die Frau einfach umgebracht. Diese Pisser. Ich wollte ihr nur helfen. Die haben sie einfach umgebracht. Halt die Schnauze. Ich mach, was ich will. Da würde ich erstmal vortäuschen, dass ich Joy drinnen hab. Da 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 bam. Ich mache für den Scheiß hier alles kaputt. So, könnt ihr mir gar nichts mehr. Was haben wir hier eigentlich noch? Ach, hier überragender Fleischjunge und das Haus und Fleischjunge.
Super Meat Boy! Kann ich mir da wieder überragende Teile holen oder werden die mich dann wieder hassen, die ganzen Arschgeigen hier? Ja, werden sie wohl. Mach ich doch mal nachts. Oh. Ihr habt nichts gesehen. Voll gut. Ist der Meat Boy? Hey, bist du der? Are you waiting for someone? The butcher's boy. He's a bit slow, but he's usually right on the dot. Do you know where he might be? I haven't seen him all day. But Fanny might know. She was planning a festive meal, I think. Probably out shopping, I'd imagine. She's quite the cook, you know. Okay. Hier sind ganz schön viele Constables unterwegs, aber es wird ja auch langsam schon Abend. Das ist das Haus. Und da ist überragender Fleischhunger. Da ist die Brücke zur Parade. Ich glaube, danach ist es vielleicht auch bald zu Ende bei Arthur. Ich möchte jetzt nicht unkönnen, aber ich schätze mal, bei Arthur wird es nicht mehr so lange gehen, wenn er das hat. Öffentliches Bauvorhaben. Righto. Kann ich was tun, Constables? Ich meine, ich bin hier. Ich bin hier gerade ein Downer, so halber. Right as rain, sir. Right as rain. Nicht, dass ich mich jetzt hier wieder in Schwierigkeiten begebe, wenn ich da reinlaufe. Oh, der andere ist gerade durchmarschiert. Oder außerdem kann man da wieder Motilen tanken. I hope you like this sort of thing. Here. I want you to have this. Oh, we're not accustomed to such generosity in a part of the population. That's right kind of you. Ja, super kind von mir ist das. Zack. Was? Teller leer? Maximale Ausdauer. Was ist denn noch was? Ja, ich weiß, mit einer Gasmaske könnte ich das jetzt alles. Ist mir aber egal. So schlimm ist es nicht, weil ich ja einen Schaden bekomme. Wo ist noch was zu reparieren? Warte mal. Ja, Arthur. Alles gut. Alle Fenster öffnen. Ach so. So. Das war's. Jetzt machen wir erstmal ein bisschen Motilen hier rein in die Powerzellen. Power Cells. Na, wie viel geht noch? Das war's schon wieder. Alles klar, so schnell haben wir jetzt hier alles wieder ins Lot gebracht. Was ist hier schon wieder? Gutwürdige Person. Und eine Grabungsstelle. La 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 la. Du bist creepy. Ich werde mal lieber den Sunshine reinhauen. So, guten Tag. Ich glaube, das Ding ist auch so ein Detektor, oder? Oh, guckt euch mal an, das riesige Vieh. Oh. Hallo? Creepy, creepy, creepy. Ja. Wow. Auf, hau mal ab. Hey, weg mit euch. Das ist eine Uhr. Du siehst irgendwie voll unheimlich aus, du Mistding. Tick-Tack, Tick-Tack. Das ist der Fleischjunge schon wieder. Wie er mal läuft. Are you Fanny? What if I was? I'm looking for Edmund, the butcher's boy. He's late. He's always so punctual. Someone saw him going into the alley. You know, the one that always smells like cheese. Did you look for him? I'm not going back there. That's where the plowboys convene. The street gang?
Okay. Dear. I have a terrible feeling he's in trouble. Maybe. Warte. Das ist nicht unser Fleisch, Junge? Nee. Öffentliches Bauvorhaben, habe ich da alles abgeschlossen. Öffentliches Bauvorhaben ist fertig. Überragende Fleisch, Junge. I should go and see if I can't straighten things out for him. Was, 600 Meter? Da unten irgendwo? Da? Oh geil, nee, komm, mach ich jetzt erstmal das mit Sally. Erstmal mit Sally versöhnen. Das trifft sich ja ganz gut, das müsste hier irgendwo sein. Sally. Nee, da oben. 15 Meter. Wow. Hallo. There you are. Lovely day for it. Ja, lovely. Out for tea. Musst aber irgendwie hinterkommen. Constable. Wow. Oh, das Spiel hat mich rausgeschmissen. Ach ja, Leute, komm, ich mach mal Schluss, sonst. Scheiße. Es hat mich einfach rausgeschmissen, das Spiel hat sich geschlossen. Nichtsdestotrotz mache ich jetzt immer Schluss. Die Parts werden auch sowieso immer länger. Deswegen ist es okay, hoffentlich, wenn ich jetzt mal einen kürzeren Part mache, sonst muss ich das alles jetzt zurechtschnibbeln. Ich danke euch fürs Zusehen, danke fürs Liken und Kommentieren. Ich wollte sagen, konservieren. Könnt ihr natürlich auch gerne machen. Konserviert euch den Part, solange ihr möchtet. Wir sehen uns wieder zu We Happy Few. Danke fürs Zusehen. Auf Wiederhören.